Rund um die Kartoffel drehte sich alles bei den Kartoffeltagen des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes der Ortsgruppen Dreiskirchen und Pfaffstätten. Dabei gustierte man besonders gerne Kartoffelpuffer nach Großmutters Rezept. Es ist die Herbstzeit und Kartoffelzeit und die Idee war, wir machen eine Kartoffelhütte oder Erdäpfelhütten mit Kartoffelpuffer, Erdäpfelknödel, Spinattaschen, also aus Erdäpfelteig und Wutzinullen haben wir auch, die man halt noch kennt, im Süß oder bekannt. Und das ist jetzt zum vierten Mal und ja, wir versuchen damit, unsere Vereinskasse aufzubessern und unsere Mitglieder damit unterstützen bei diversen Festen oder bei Ausflügen. Wer hat denn die Leckereien gezaubert? Das macht unser Gerle, unser Küchenchef, der hat die Oberaufsicht dafür. Wir unterstützen dann, es sind viele fleißige Hände, die ihn unterstützen. Wir kriegen auch viele Spenden, da bedanke ich mich herzlichst. Und wir hoffen, dass es ein schönes Fest wird und dass viele Gäste kommen, dass viel konsumiert wird. Unsere besondere Spezialität sind die Erdäpfelpuffer. Die sind nach Wiener Art gemacht, Großmutters Zeiten noch her. Die werden ganz speziell zubereitet. Das heißt, innen haben die einen guten Kern zum Essen und außen sind sie crunchy, sagt man dazu. Das ist etwas ganz Besonderes. Gibt es nur bei uns hier. Haben Sie die Kartoffelpuffer schon verkostet? Also heuer nicht, aber vergangenes Jahr. Und ich habe mich schon gefreut auf die Kartoffelpuffer. Und die werde ich jetzt auch verkosten, weil die Erdäpfeltage im Pfaffstätten vom KOBV nicht nur gesellschaftlich ein wirklicher Highlight sind, sondern auch kulinarisch. Es gibt viele Spezialitäten und die Kartoffelpuffer gehören natürlich dazu. Ich habe schon verkostet die Puffer und den Sturm. Und für meinen Sohn habe ich mit nach Hause genommen Erdäpfelgulasch und Sölfleischknödel. Welche Bedürfnisse bewegen eure Mitgliederinnen und Mitglieder? Ja, die Bedürfnisse sind, dass außer Haus kommen, dass rausgehen, weil mit einer Krücke oder mit einem Rollstuhl, man geht nicht auf einen Ball, sondern wir schauen, dass wir Feste organisieren für unsere Mitglieder, dass man es rauslockt auch und auch für einen Ausflug, für Sommerfahrt, damit die Leute da aus dem Haus kommen und nicht nur zu Hause sitzen und nur womöglich auf schlechte Gedanken kommen. Das ist ja auch die Kernaufgabe, zu beraten, zu unterstützen, zu begleiten. Aber das ist die eine wichtige Aufgabe, die Kernaufgabe. Aber die zweite schöne Aufgabe ist, dass dieses Fest stattfindet, die Erdäpfeltage stattfinden. Da trifft man sich, da plaudert man, da kann man Gemeinschaftlichkeiten austauschen und vor allem sich gegenseitig stärken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich komme jedes Jahr hierher, weil der KBV echt über das ganze Jahr wichtige Arbeit für seine Mitglieder vor allem leistet. Also was Beratung, was Pflegestufen und Anträge und vieles andere anbelangt. Ganz eine wichtige soziale Einrichtung der KBV für mich. Ich lasse fast nichts aus an Veranstaltungen und versuche immer zu unterstützen. Und was mich besonders freut, ist auch, dass der KBV auch so ein aktiver Teil in dem sozialen Rat in Dreiskirchen ist. Heuer haben wir da die Kartoffeln vom Garten der Begegnung, die Schülerinnen, junge Flüchtende und Menschen aus dem Landespflegeheim eigentlich das ganze Jahr produzieren, die da dem KBV zugutekommt, der wieder Spenden kriegt und seinen Mitgliedern helfen kann. Und das sind eigentlich tolle Initiativen, die sich so untereinander befeuern in positiver Art und Weise. Gibt es eigentlich nichts zum Sagen, außer dass ich mich auf die Kartoffelpuffer freue.